So, das Gurtel neigt sich langsam am Ende zu. Bevor das passiert, geben wir uns nochmal die ganz volle Dröhnung, die volle Interview-Dröhnung, und zwar ist das mit den Fantastischen Vier. Wenn wir zusammen nicht ein Spitzenteam, das haben wir nicht verdient. Wir haben die Hits geschrieben. Ich beweise, dass wir nichts davon verloren haben. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Und hör nicht drauf, was all die Leute reden. Glaub mir, wir sind dir bis heute treu geblieben. Yeah! Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Joy ist das von der Fantastischen Vier, und jetzt treffen wir den Andy Y und den Smudo zum Interview. Mal schauen, wie sie drauf sind. Und jetzt sitzen wir da mit den Fantastischen Vier, also zwei eigentlich davon, Andy Y und Smudo. Und hallo. Hallo zusammen. Hallo zusammen, nicht schlecht, sehr gut. Man kriegt ja aber noch ein bisschen was mit, wenn man nicht hier ist. So, Jungs, seid ihr gut angekommen und alles? Alles gut? Alles top? Ja, alles klar. Wie war Ihr Flug? Where are you from? Well, I am actually from England. Oh, awesome. That's awesome. Nein, und habt ihr gut gespiesen und alles? Alles top. Versorgt man euch gut und alles drum und dran? Ja. Ja? Ja, natürlich, selbstverständlich. Okay. Das war so ein bisschen, wir sind ständig auf Reisen, von daher ist die Frage nach der Reise immer so, wie war immer. Eine Reise so. Genau. Man gewöhnt sich dran an das Ganze. Ja. Aber hey, wie ist denn das eigentlich mit Thomas D? Ich sehe, er ist da drüben. Er ist ja vegan sozusagen. Ist es nicht schwierig da nicht manchmal? Ja, deswegen ist er nur manchmal vegan, manchmal ist er auch. Aber wirklich ist es so. Also er möchte gerne vegan sein. Vegan sein ist allerdings tatsächlich schwer. Vor allem der Vitamin B-Komplex ist manchmal nicht ganz einfach einzusammeln. Mhm. Aber er ist ein Vegetarier, also Veganer im Herzen und ein operierender Vegetarier, Schrägstrich Veganer jener Situation. Seid ihr eigentlich auch vegan Vegetarier oder Fleisch all the way? Ich habe mal 2 Jahre nur vegetarisch gegessen und bin dann wieder rückfällig. Back to the roots. Ich bin ein großer Fleischfan. Ich bei mir auch. Einmal die Woche fleischlos, Maximum. Okay, und was gibt's denn? Welches Fleisch hast du am liebsten? Den Rücken vom Rind, da wo die Steaks herkommen. Das Steak. Und zwar jede Position. Okay, sehr cool. Aber hey Jungs, ihr seid ja jetzt mit Unplugged sozusagen unterwegs. Habt ihr sozusagen eure alte Musik sozusagen recycelt. Kann man das so sagen oder habe ich das jetzt total... Ja, das kann man sagen. Wobei, ja, recycelt kann man sagen. Man hat aus alten Sachen etwas Neues gemacht. Etwas Neues und etwas vielleicht sogar Hübscheres, Nachhaltigeres geschaffen. Nachhaltiger. Wenn man so will. Sehr cool. Ja, also es ist so, MTV Unplugged 2 ist das. Wir haben schon mal MTV Unplugged 1 gemacht. Es ist vor 12 Jahren erschienen oder 13 Jahre schon her. Und damit waren wir übrigens auch hier auf dem Gurten. Ich weiß, das ist jetzt euer 5. Mal hier, habe ich so gefunden. Sehr cool. Unser 5. Mal. Jetzt kriegen wir bestimmt so eine goldene 5 mit so einem Lorbeerkranz. So hier 5 Mal. Auf die weiteren nächsten 5 und 10 Jahre. Und MTV Unplugged ist natürlich im Kern ein Recyclingprogramm. Man nimmt also Songs, die man schon hat, aber steckt sie in ein anderes Gewand. Ja. Was natürlich bei Bands, die mit überwiegend elektronischer Musikerzeugung arbeiten, wie wir als Hip-Hop-Band, natürlich eine besondere Herausforderung. Viele, viele interessante Instrumente haben wir mitgebracht. Zum Beispiel einen Gartenschlauch. Der ringelt sich so auf und hat Löcher drin. Und am Ende hat er ein Mundstück, ein Klarinettenmundstück. Und dann spielt das unser Chefbläser. Der Chefbläser. So klingt das dann. So cool, ein Gartenschlauch sogar. Ich habe euch am Zürich Opener gesehen, letztes Jahr. Habt ihr auch am Block gespielt? Stimmt. Dieses Jahr. Doch. Letztes Jahr? 2012. Letztes Jahr. Ja. Aber wir haben doch auch. Da hatten wir auch die Ehre, schon dort. Habe ich dich gemacht, durfte ich dich treffen. Ach nein, ich weiß, ich dachte, wir sind jetzt zum zweimal, wir waren in Zermatt im April, da waren wir auch genau. Noch. Ja, das stimmt, auch das im korrekt. Ja. Sehr stimmt. Gut. Ja, also ich freue mich wahnsinnig, ich fand es wirklich, ich war wirklich hell begeistert. Wird noch besser? Kann man sich da toppen überhaupt? Geht das? Also ich fand es umwerfend, ich weiß ja nicht. Naja, also schwer zu sagen, es hängt wirklich von sehr vielen Faktoren ab, also diese Konstellation von Musikern, also unsere Kernband ist natürlich da, die Musiker, mit denen wir immer spielen, aber das ist ja sehr aufgestockt. Da kommt dir noch was hinzu. Ne? Bläsern und Streichern. Ein Konzert ist ja auch ein sehr subjektives Erlebnis. Ja, kann sein, dass es mal, das war toll, aber irgendwie war es doch nicht so toll wie beim letzten Mal, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall spektakulär, so viel ist schon mal sicher. Ja. Wir sind da Tickchen objektiver, weil wir erleben ja jedes Konzert. Also ich weiß schon, wenn was schief geht zum Beispiel. Verfolgt dich das danach? Wenn in so deinen Träumen? Bis ins letzten? Selten. Okay, eigentlich. Das ist noch gut, dass man das so noch ein bisschen trennen kann, so einen Schritt zurück machen kann. Aber hier, ihr seid ja so jetzt eben, wie gesagt, so Recycling, also
schon eher was länger unterwegs, wird man da nostalgisch, wenn man auch jetzt zum Beispiel schon zum fünften Mal auf dem Gurten spielt und 30 Jahre Jubiläum Gurten? Ja, also es gibt zwei Arten der Nostalgien. Das eine, bei MTV Unplugged 2 war es so, dass jetzt ist ein Jahr vorbei, wir haben es vor einem Jahr veröffentlicht, wir haben ein paar Konzerte gespielt. Wir machen gerade nebenher unsere eigene neue Platte und haben keinen Bock mehr auf den alten Scheiß, was ein ganz wichtiges Gefühl ist, damit wir mehr Bock auf die neuen Scheiß bekommen, den wir uns erst noch erfinden müssen. Und an dieser Stelle sind wir jetzt. Das ist diese eine Art der Nostalgie. Okay. Die andere ist hier auf dem Gurten, das heißt, ich finde es, kann ich das hier offen sagen, es ist das schönste Festival, auf dem wir bisher gespielt haben und kommen immer gerne. Es ist eine wahnsinnige Optik. Ja. Bern ist auch ein wunderschöner Ort. Das hier ganz speziell, dieses Festival, wie alles hier zusammengebaut ist auf dieser doch relativ kleinen Fläche. Ja. Toll, Line-up immer super, das Schweizer Publikum allgemein übrigens eins, was wir sehr schätzen. Essen und Trinken ist gut, was soll man dazu sagen? Also einfach toll, alles nur. Und das ist natürlich schön, als wir hier hochkamen, war es dann diese Art Nostalgie, wo wir dachten, Skurte, ha? Skurte, wir sind wieder zurück. Geil, wir sind wieder da, wir sind wieder zurück. PVC, FCKW ist nicht okay. Yeah, MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Aber jetzt auch so rückblickend, eben wenn du sagst, so den alten Scheiß, der ist jetzt okay, da ist, also wir werden den alten Scheißer spielen, auf ewig, unsere Klassiker. Aber das ist mehr ein Gefühlsding. Da stehst du auf der Bühne, jetzt die Show, die letzte Show auch für dich immer noch Fantasie. Das letzte Album ist ja 2010 erschienen, sind wir auch ein paar Jahre unterwegs. Jetzt auch mal gut. Jetzt sag mal, man hat ja auch mal gesehen. Eine neue Bühne vielleicht, ein bisschen arbeiten. Vielleicht gibt es, keine Ahnung, mit der Bühne, mit dem Bild, mit den Instrumenten. Das ist einfach eine neue Ära jedes Mal für uns, ein neues Album. Das ist schon wichtig. Eine neue Ära für Fantasie. Aber jetzt hast du schon angesprochen, neues Album unterwegs. Jo. Erzähl mal, was gibt's da? Was kann man uns nicht freuen? Nein, wir gehören zu den Leuten, wenn sie fragen, wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen, sagen wir ganz egal, Hauptsache gesund. Ja, so soll das mit dem Album aus sein. Ja, es wird gut und wir wollen darüber noch nicht sprechen. Okay, aber kann man gar nicht sagen? Ist es so wirklich so? Doch, man könnte natürlich was sagen, aber wir wollen das noch nicht sagen. Ja, Rappen ist auf jeden Fall schon. No shit, wirklich? Ja, es gibt auch ein paar Sprüche, von denen wir uns überlegen, ob wir die wirklich veröffentlichen sollen. Oh ja, ein paar gute Sprüche. Ja, sehr witzig. Die sind aber so gut, dass wir eigentlich eher doch als humoreske Geschichtenerzähler eher dazu neigen, die Pointe zu veröffentlichen, anstatt sie aus Pietätgründen zum Beispiel zu unterlassen. Also als Beispiel. Okay, ach nee. Jetzt habe ich gehofft, dass ich hier so die Secrets von Fanta 4 noch rausbekommen kann. Da wären es ja auch keine Secrets mehr. Gibt es keine Secrets mehr bei euch? Doch. Doch, ich finde auch, es gibt, man muss in der Ehe wie in der langjährigen Band muss man auch Geheimnisse behalten können. Okay. Ja, sonst ist der letzte Zauber flöten. Das ist korrekt, das finde ich schön. Und das jetzt kannst du gleich mal merken, merk das gleich mal. Ich merke mir das, ich schreibe es mir hinter die Ohren, der letzte Zauber geht sozusagen flöten. Ja, irgendwann mal gleich zum Beispiel anfangen mit zusammen auf Toilette gehen, das kommt nicht in Frage, würde ich einmal sagen. Nicht? Lassen. Nein. Zusammen auf Toilette gehen? Das vielleicht mit dem Rücken stehen? Ja, ihr jungen Leute findet das jetzt gut, aber im Alter ist es dann nicht mehr so in Ordnung. Ist es nicht mehr so gut. Aber im Alter, sag mal, wie merkt man sozusagen, also ich jetzt als Jugendliche, wie merkt man dann zu sagen, dass man alt wird? Das merkt man gar nicht. Also nur so an so Gelegenheiten, dass man dann bei der Party dann nicht eine Nacht, sondern zwei Nächte verkatert ist. So an solchen Kleinigkeiten merkt man schon. Aber ist doch auch schön, nicht, oder? Das ist nicht schön, nein. Nee, das nicht. Das nicht, aber so ich bin jetzt so, weißt du, wenn du so zurückblicken kannst, so jetzt wie ihr so unterwegs seid, so, das ist doch auch schön, dass man so sagen kann, ach, all die Jahre haben wir so viel Schönes verbracht zusammen. Ist doch schön, oder nicht? Ja, wobei das so, ehrlich gesagt, glaube ich, diese Art Perspektive ist, glaube ich, eher mehr auf dem Sterbebett angesagt. Weil eigentlich ist das ja ein gradueller, ständig im gleichen Tempo fortschreitender Vorgang, dieses Älterwerden. Für uns alle übrigens im gleichen Tempo, im gleichen Maße. Und dann ist es nicht so, dass du gestern noch dachtest, ey, alles geil, und morgen sagst, oh Gott, es ist alles vorbei. Jetzt muss ich jetzt retrospektiv betrachten und sagen, ah, das war so eine schöne Zeit und so. Das ist ja nicht so. Das eine hört mal auf, keine Ahnung, und plötzlich musst du mal vielleicht eine Brille kaufen. Aber trotzdem liest du immer noch ganz gerne die Artikel im Playboy. Gut, sehr gut. Aber in dem Fall, alles muss mal aufhören. Unser Interview auch, Jungs. Wie schade. Das war's schon. Ich war gerade so in Plauderstimmung. Ja, muss ich auf die Bühne verlegen jetzt. Je, genau, also sammel dich nochmal zusammen so und dann kannst du auf die Bühne gehen und wie im Wasserfall dort weiter plaudern. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Jawohl. Und in diesem Sinne, danke vielmals, viel Spaß heute, 5. Mal Gurten. Yeah. Wäre toll. Wuhu! Also, danke. Yay!
Jetzt ist sie weg und ich versteck mich kläglich. Ich hab keine Lust auf Hammer, also leck mich. Sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Davor war schöner allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein.